Landeshauptmann Arno Kompatscher und der Generalsekretär im Verteidigungsministerium, General Carlo Magrassi, haben im Palais Widmann einen weiteren Schritt zur Verwirklichung des Abkommens zwischen dem Verteidigungsministerium in Rom und dem Land Südtirol, das vor 11 Jahren unterzeichnet wurde, gemacht. Das Abkommen sieht vor, dass Militärliegenschaften, die nicht mehr institutionell genutzt werden, in den Besitz des Landes übergehen und im Gegenzug das Land Gebäude fürs Militär auf Grundstücken des Verteidigungsministeriums baut und renoviert. In Bozen wurde nun der 3. Teil des Abkommens unterzeichnet. Es handelt sich dabei in erster Linie um einen Teil der Skenoni-Kaserne in Brixen. Dazu kommt noch ein großes Areal der Verdone-Kaserne in Farn. Auch der nahegelegene Sportplatz in Farn ist Teil der Übereinkunft. Der Gesamtwert in Bozen unterzeichneten Übernahme beträgt 27 Millionen Euro. Ja, zum einen ist es natürlich ein großer Vorteil für die Städte und Gemeinden, die betroffen sind. Diese Flächen befinden sich oft im Herzen der Stadt und können jetzt für Wohnbau, für öffentliche Einrichtungen, auch für Grünflächen genutzt werden. Darüber hinaus werden die Kasernen saniert. Also jener Teil, das ist weniger als ein Fünftel, der verbleibt, kann tatsächlich an die Bedürfnisse angepasst werden. Aber das Dritte ist, es gewinnt auch die lokale Wirtschaft. Die Aufträge gehen ja an Unternehmen aus Südtirol und somit schaffen wir hier auch eine Wertschöpfung für das Land. Verteidigungsministerium, Agentur für Staatsgüter und das Land Südtirol haben zur Umsetzung des Rahmenabkommens bereits 3 Programmvereinbarungen unterzeichnet. Große Zufriedenheit über die gute Zusammenarbeit gibt es auch im Verteidigungsministerium, das durch General Magrassi den Mehrwert des Projekts hervorgehoben und es als beispielhaft bezeichnet haben. Das Gesamtabkommen aus dem Jahr 2077 sieht einen Wert von 420 Millionen Euro vor. 210 Millionen beträgt der Wert der vom Land übernommenen Immobilien und ebenso 210 Millionen die Baukosten, welche das Land übernimmt.